Noch nie in der Geschichte Deutschlands wurden unsere muslimischen Töchter derart ins Visier genommen wie heute, hier und jetzt. Es scheint so, als hätten so manche politische Entscheidungsträger und Medienschaffende es zur Schicksalsfrage erhoben, unseren Töchtern das Kopftuch von ihrem Haupt zu entreißen und das ohne jegliche Rücksicht auf die Werte des Kindes, die Erziehung der Eltern und die Lebensüberzeugung islamischer Familien. Geehrte Brüder und Schwestern, ich bin mir ziemlich sicher, dass an keinem von euch vorbeigegangen ist, wie gegen das Kopftuch von muslimischen Mädchen gehetzt wird und wie intensiv die Forderung nach einem Verbot für Schülerinnen unter 14 Jahren geworden sind. Ihr erinnert euch sicherlich noch daran, wie alles angefangen hat. Serap Güler, die sogenannte liberal-muslimische Christdemokratin, hatte mit ihrer Denunzierung und Beleidigung der islamischen Community den Anstoß für eine lang anhaltende Debatte gegeben. Ihre Forderung nach einem Verbot begründete sie mit den Worten: Einem jungen Mädchen ein Kopftuch überzustülpen, ist keine Religionsausübung, sondern pure Perversion. Wie geht es denn jetzt genau weiter? Sie wollen ein Verbot jetzt erstmal prüfen? Und dann in die Wege leiten. Nochmal, uns geht es nicht darum, religiöse Symbole zu verbieten. Ich bin selbst ein gläubiger Mensch. Es geht nicht darum, Religion aus der Schule, aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Es geht nur um die freie Entfaltung des Kindes. Ja, ihr habt richtig gehört. Serap Güler fordert ein Verbot für muslimische Mädchen, damit diese sich angeblich freier entfalten können. Wer an dieser Stelle nun gedacht hat, dass es sich lediglich um einen Vorstoß einer einzelnen, nicht ernstzunehmenden Regionalpolitikerin handelte, der hat sich leider geirrt. Denn als diese Verbotsforderung noch von führenden Politikern wie Joachim Stamp und Armin Laschet gestützt und geschützt wurde, war relativ schnell klar, dass Güler als Tochter einer türkischen Familie vielmehr ein sehr geeignetes Instrument dafür war, um die Forderung nach einem Kopftuchverbot für unter 14-Jährige als einen legitimen Vorstoß wirken zu lassen, welcher ja sogar von einer Person mit islamischem Hintergrund stammt. Die führenden Landespolitiker Nordrhein-Westfalens hatten sich damit wohl erhofft, dass die Forderung nach einem Kopftuchverbot von der islamischen Community nicht als Angriff wahrgenommen wird, weil diese ja von einer Serap Güler kommt. Aber, geehrte Brüder und Schwestern, dieser perfide Plan ist nicht aufgegangen. Dieser Angriff auf unsere Werte und unsere islamische Identität wurde von dieser ehrenhaften islamischen Gemeinschaft hierzulande erkannt und voller Entschlossenheit zurückgewiesen, Alhamdulillah. Mit eurem großen Eifer, eurem unermüdlichen Einsatz und vor allem der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala haben wir die Petition gegen das Kopftuchverbot im wahrsten Sinne des Wortes großgezogen und über 165.000 Unterschriften von Muslimen als auch von Nichtmuslimen gesammelt. Wir alle gemeinsam haben der Politik und der Mehrheitsgesellschaft sehr deutlich gezeigt, dass das Kopftuch für uns Muslime nicht einfach nur ein Stück Stoff oder ein Accessoire ist, sondern dass es vielmehr die Umsetzung eines Gebotes von Allah subhanahu wa ta'ala ist und wir es nicht zulassen, dass wir von unserer islamischen Lebensweise entfremdet werden. In nur 2 Wochen haben wir mehr als 50.000 Unterschriften erreicht, aber dann habt ihr nochmal richtig losgelegt und eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es hat alle beteiligten Muslime mit Stolz erfüllt, als wir gesehen haben, wie muslimische Schwestern Luftballon-Challenges gestartet haben, um sich so noch mehr Gehör zu verschaffen. Wie Brüder alle erdenklichen Moscheen aufgesucht haben, um Unterschriften zu sammeln. Wie Stände auf öffentlichen Straßen aufgebaut wurden. Wie zahlreiche Muslime mit Flyern eine Haltestelle nach der anderen abgelaufen sind. Und wie viele Muslime mit ihren persönlichen Postings auf Social-Media-Plattformen einfach nur für die Petition geworben haben. Mit dem großartigen Twitter-Storm der Brüder von Generation Islam wurden dann nahezu alle Facetten der öffentlichkeitswirksamen Kanäle bedient und wir haben sowohl die Straßen Deutschlands als auch die Online-Kanäle mit unserem gemeinsamen Anliegen gefüllt. Und mit der Erlaubnis Allahs des Gewaltigen haben wir den nächsten sichtlichen Erfolg bereits Mitte Juni 2018 verzeichnen dürfen, als die Anzahl der Unterschriften auf über 115.000 angestiegen ist, was zu diesem Zeitpunkt bereits eine sehr gewaltige Zahl war. Natürlich haben die Verbotsforderer und die islamfeindlichen Akteure parallel zu unseren Aktionen auch versucht, Gegenaktionen zu starten, um die Petition als auch Realität Islam in eine dunkle Ecke zu rücken und die unüberhörbaren Stimmen der Muslime damit zu relativieren. Durch etliche Verleumdungsaktionen, Lügen und Vorwürfe haben so manche politischen Entscheidungsträger, Sicherheitsbehörden und Medienschaffende es versucht, einen Gegenwind zu erzeugen. Diese Kampagne, die Frau Stolle hat sie erwähnt, die jetzt gerade läuft, die ja von 2 Gruppen gestartet wird, von Generation Islam und Realität Islam. Das sind beides ultraradikale Gruppierungen, die natürlich dafür sind, dass man am besten ein Neugeborenes schon vollkommen verhüllt.
Ja, selbst bei solchen boshaften Verleumdungen hat sich die islamische Community nicht davon abbringen lassen, sich für ihre großartige islamische Identität einzusetzen. Wir haben vergeblich darauf gewartet, dass uns jemand argumentativ entgegentritt und einen fairen Disput sucht. Anstatt aber auf unsere Argumente einzugehen und uns auf Augenhöhe zu begegnen, versuchten uns kleinere Blätter wie die Huffington Post oder aber auch große Medienplattformen wie RTL anzugreifen und immer wieder als Radikale darzustellen. In einer Facebook-Ansprache wird der Kopf der Gruppe deutlich. Der Begriff Wertediktatur bezieht sich lediglich auf den Leitkulturgedanken und auf eine Integrationsdoktrin, die mit der Forderung nach einem Bekenntnis zum Wertegerüst der Mehrheitsgesellschaft einhergeht. Übersetzt bedeutet das, Integration in die deutsche Kultur ist nicht erwünscht. Jede Forderung in diese Richtung ist diktatorisch. Also die Argumentation von Muslimen, die einen fundamentalistischen Islam vertreten. Wir vertreten also einen fundamentalistischen Islam. Und zwar, weil wir eben nicht von unserer islamischen Lebensweise ablassen und den Islam nicht nach Lust und Laune verdrehen und verzerren, so wie sie es von dem Club der sogenannten liberalen Muslime gewohnt sind. Aber letztendlich konnten sie mit ihren Täuschungen und Diffamierungen nichts weiter erreichen, als dass sie ein paar rechtspopulistischen Trollen eine kleine Freude waren. Denn wir hatten unsere Botschaft für die Mehrheitsgesellschaft bereits in aller Klarheit formuliert und mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala keiner Verzerrung Raum gelassen. Mit unseren mehrmaligen offenen Briefen und Ansprachen an die Mehrheitsgesellschaft haben wir unsere Message an sie gerichtet und unser Anliegen vermittelt. Wir haben klargestellt, dass wir tatsächlich gar nichts von der Mehrheitsgesellschaft fordern, sondern unser einziges Anliegen ist, dass der politische Rechtsdruck in Deutschland und die Integrationspolitik bzw. Assimilationspolitik nicht dazu führen dürfen, dass wir Muslime immer weiter unter Beschuss geraten, nur um eine sogenannte völkische und islamfeindlich gesinnte Stimmung zu bedienen. Wir haben an den Verstand der neutral denkenden Mitbürger appelliert und das Unrecht sowie den Bruch ihrer eigenen Werte in aller Offenheit aufgezeigt. Hinzu kam, dass sehr viele ehrenwerte Persönlichkeiten aus der islamischen Gemeinschaft sich mit ihren Namen für die Petition der Muslime positioniert haben und damit den breiten Anklang in der gesamten islamischen Community aufgezeigt haben. Unter diesen Umständen hat die mediale Hetze unweigerlich ihren Nährboden verloren und die ganzen Anschuldigungen, Vorwürfe und der Versuch, Realität Islam zu isolieren, haben keinen Halt gefunden, Alhamdulillah. Realität Islam hat niemals die Diskussion gescheut und sich jedem Disput gestellt. Aber letztendlich lag die Konzentration darin, die politischen Motive und Hintergründe der jeweiligen Angriffe gegenüber uns Muslimen als ganze Community zu beleuchten und zu demaskieren. Wir haben ab dem ersten Tag der Verbotsforderung für Schülerinnen unter 14 Jahren in Nordrhein-Westfalen davor gewarnt, dass es hier nicht etwa um 14-jährige Mädchen geht und dass es jetzt der größte Fehler wäre, darüber zu diskutieren, ob ein Mädchen unter 14 Jahren die Pubertät erreicht oder nicht. Denn vielmehr ist diese Forderung, das Kopftuch für unsere Töchter zu verbieten, ein weiterer Schritt zu einer drohenden Wertediktatur. Eine Wertediktatur, die darauf abzielt, dass wir Muslime unsere islamischen Werte ablegen und dafür zum Wertegerüst der Mehrheitsgesellschaft gezwungen werden. Mit gesetzlichen Verboten, politischer Hetze und einem künstlich erzeugten öffentlichen Druck. Die politische Reichweite hinter dieser Forderung wurde spätestens dann jedem klar, als nun nach dem Bundesland Nordrhein-Westfalen auch Hamburgs CDU ein Kopftuchverbot gefordert hatte und das Feministinnenmagazin Terre des Femmes eine Petition für ein generelles Kopftuchverbot unter 18 Jahren gestartet hatte. Und dass es bei Terre des Femmes bei weitem nicht einfach nur um irgendwelche falsch verstandenen Frauenrechte geht, sondern ebenfalls ein Politikum dahinter steckt, wird sehr schnell klar, wenn man einen Blick auf deren Presseerklärung wirft. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eine kulturelle Gewohnheit. Im Koran steht beispielsweise überhaupt nichts zum Kopftuch. Es geht bei dem Kopftuch immer um das Motiv. Über das Motiv wird ja kaum geredet. Es wird immer die Religionsfreiheit in den Vordergrund gestellt. Und Sie sagen es zu Recht, es geht hier um eine Sexualisierung von Kindern. Es gibt wenig Daten, was das mit Kindern macht. Was wir aber wissen, dass es eine Minderversorgung mit Vitamin D gibt. Dieser islamfeindlichen Haltung entsprechend zählen noch zu den weiteren ersten Unterzeichnern der Petition die SPD-Politikerin Lale Akgün, der Grünen-Politiker Boris Palmer, der Psychologe und Hassprediger Ahmed Mansour, Mina Ahadi, die Vorsitzende des Zentralrates der Ex-Muslime, die ehemalige Naturfilmdarstellerin Sibel Kekili und die Männerhasserin Ali Schwarzer. Geehrte Brüder und Schwestern, ihr als islamische Gemeinschaft Deutschlands habt aber all diesen Aktionen und Verbotsforderungen gegenüber die beste Antwort gegeben. Eine Petition mit 165.000 Unterschriften, unterschrieben von Muslimen als auch Nicht-Muslimen, von Männern als auch von Frauen, von alt als auch von jung.
165.000 Menschen, die sich gegen eine Verbotspolitik stellen und eigentlich nichts anderes tun, als dass sie Muslimen ihr natürliches Recht zugestehen, über ihre eigene Weltanschauung entscheiden zu können und ihre Kinder gemäß ihrer eigenen Überzeugung zu erziehen. 165.000 Stimmen, die allerdings niemals zusammengekommen wären, wenn nicht diese ehrenvollen Muslime ihre Nächte zu Tagen gemacht hätten und wie ein Mauerwerk zusammengehalten hätten. Es ist der Erfolg dieser ehrenvollen Muslime, die es als Pflicht begriffen haben, gegen das Kopftuchverbot und gegen diese drohende Wertediktatur einzustehen. Nicht nur die Politik und die Mehrheitsgesellschaft haben wahrgenommen, was wir auf die Beine stellen können, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig schützen. Nein, um ehrlich zu sein, war es auch ein besonderes Ereignis für uns als islamische Gemeinschaft. Denn auch wir haben zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands seit unserer Einwanderung hier für uns selbst gesehen, wie es sich auswirken kann, wenn wir zusammenhalten und zusammen für den Islam einstehen. Unabhängig von Nationalität, Sprache, Madhab oder Hautfarbe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Taten annehmen und uns stärken, indem wir niemals vergessen, für was, für wen und welchem Ziel wir uns für den Islam einsetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns weiterhin Kraft geben, damit wir auch weiterhin für den Islam und unsere Lebensweise einstehen können. Denn diese Kraft, geliebte Geschwister, werden wir jetzt mehr als zuvor benötigen. Wir haben es zwar geschafft, dass nun eine Serap Güler keine Rolle mehr spielt und sie sogar das Gutachten, welches sie eigentlich bis zum ersten Quartal 2019 erstellen lassen wollte, nicht mehr erstellen lassen konnte, aber leider ist die Debatte noch nicht vorbei. Nachdem das islamfeindliche Kopftuchverbot in Österreichs Grundschulen im Mai 2019 durchgesetzt wurde und das Tragen von Kippas und Patkas explizit nicht unter das Gesetz fallen, haben auch politische Akteure in Deutschland parallel dazu die Chance genutzt, um auch hierzulande die Kopftuchdebatte erneut zu entfachen. Doch schon zu Beginn des zweiten Anlaufes haben wir gesehen, dass auch die Politik aus dem ersten Vorstoß für ein Verbot gelernt hat und jetzt nicht mehr mit No-Names wie einer Serap Güler ins Rennen geht, sondern die Kopftuchthematik anscheinend so wichtig für Deutschland ist, dass es nun zur Chefsache gemacht wurde. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, dass eine Debatte über ein Kopftuchverbot an Grundschulen absolut berechtigt sei und überschritt ihre Kompetenz maßlos, indem sie äußerte, dass ihrer Meinung nach das Tragen von Kopftüchern bei kleinen Kindern und jetzt aufgepasst, mit Religion oder Religionsfreiheit nichts zu tun hätte. Wenn jetzt aber kleine Mädchen schon im Kindergarten und in der Grundschule Kopftuch tragen, dann hat das eben gerade nichts mit Religion zu tun. Wir setzen dabei vor allen Dingen auf die Überzeugung der Eltern, aber wir schließen als letztmögliche Maßnahme ein Verbot auch von vornherein nicht aus. Dass ein Verbot nicht ausgeschlossen ist, so wie es ganz offen von Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen wird, macht auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Wittmann-Mautz noch einmal deutlich und will ein Kopftuchverbot an Grundschulen prüfen lassen. Wobei auch sie schon sehr deutlich gemacht hat, welches Ergebnis sie von dieser Gesetzesprüfung erwartet, indem sie nämlich sagte, dass kleine Mädchen Kopftuch tragen ist absurd. Das sehen auch die meisten Muslime so. Alle Maßnahmen, die Mädchen davor schützen, vom Elterngespräch bis zum Verbot, sollten geprüft und angegangen werden. Wobei Wittmann-Mautz auf die Frage, auf welcher Datenbasis sie denn ein Verbot fordert, mit folgenden Worten geantwortet hat. Okay, aber das heißt, es gibt keine Zahlen, auf die sie sich stützen, sondern es geht quasi um Einzelfälle und eine, sage ich mal, gefühlte Wahrnehmung. Ich habe keine Zahlen an der Stelle. Parallel dazu hatte das Feministinnenmagazin Terre des Femmes ein Gutachten in Auftrag gegeben und ließ den Terre des Femmes-Unterstützer Martin Nettesheim prüfen, in welcher Form ein Kopftuchverbot mit der Verfassung konform gestaltet werden könnte. Dass es sich bei dem Gutachten von Nettesheim aber nicht um eine neutrale Prüfung, sondern vielmehr um ein parteiisches Plädoyer für eine Wertediktatur handelt, erkennt man eindeutig daran, dass Nettesheim darlegt, dass das Kopftuch für ihn ein persönliches Anliegen sei und er zudem auch die Petition von Terre des Femmes unterstützt, in der ein generelles Kopftuchverbot für unter 18-Jährige im gesamten öffentlichen Raum gefordert wird. Letztendlich kam Nettesheim zu der Feststellung, dass seiner parteiischen Ansicht nach ein Kopftuchverbot für unter 14-jährige Schülerinnen möglich wäre, wenn alle religiösen Erkennungsmerkmale verboten werden würden, wie zum Beispiel die jüdische Kippa oder das offen getragene christliche Kreuz. Nun, geliebte Muslime, wie ihr seht, ist die Kopftuchdebatte leider erneut entfacht. Und wir als islamische Gemeinschaft müssen jetzt noch intensiver und noch entschlossener für unsere Werte einstehen als je zuvor.
Den politischen Akteuren hierzulande geht es bei weitem nicht um das Wohlbefinden unserer Töchter. Und ihre Islamaversionen werden sich auch nicht nur durch ein Kopftuchverbot an Grundschulen oder für Schülerinnen unter 14 Jahren oder gar um ein generelles Verbot für jede Altersgruppe in der gesamten Öffentlichkeit befriedigen lassen. Nein, geliebte Geschwister, es geht leider um viel mehr als das. Es geht darum, uns Schritt für Schritt von unserer islamischen Lebensweise und unseren islamischen Werten zu trennen. Mit Kampfbegriffen wie Leitkultur und Wertedebatte geht es letztendlich um nichts anderes, als dass wir unsere islamischen Werte ablegen sollen bzw. müssen und gezwungen werden, die Werte der Mehrheitsgesellschaft anzunehmen. Die aktuelle Integrationspolitik wird so verstanden, dass sie zum Ziel hat, uns Muslime zu assimilieren und erst dann zum Ende kommen wird, wenn wir vollständig assimiliert sind. Was für uns bedeutet, dass wir eigentlich keine Muslime mehr sind, so wie es bei einigen sogenannten Islamexperten bereits der Fall ist. Und ich will es in aller Deutlichkeit aussprechen, wenn wir als gesamte islamische Community heute nicht für unsere islamischen Werte einstehen, wird es keiner tun. Und morgen werden wir unsere Kinder an diese Assimilationspolitik verlieren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Deswegen rufen wir euch jetzt dazu auf, geehrte Geschwister, für das Kopftuch, für unsere Werte und für den Islam einzustehen. Seid vorbereitet auf die nächsten Aktionen, die Realität Islam ins Leben rufen wird, inshallah. Die politischen Verbotsforderer haben nun ihren nächsten Schachzug gemacht, indem mehrere Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion ein Gutachten zum Kopftuchverbot beauftragt haben. Mit diesem Gutachten versucht man nun, eine verfassungsrechtliche Grundlage für ein Verbot zu ebnen, damit dieses daraufhin durchgesetzt werden kann. Im Herbst diesen Jahres soll das Gutachten veröffentlicht werden. Und obwohl die Entscheidung für ein Kopftuchverbot bereits in der Werteunion feststeht, soll jetzt eine gesetzliche Rechtfertigung nachgeliefert werden, um die politische Debatte darauf basierend noch weiter anzuheizen. Liebe Geschwister, wir dürfen diese Entwicklungen nicht tatenlos an uns vorbeiziehen lassen. Wir als Realität Islam haben eine Reihe an Maßnahmen und Aktionen geplant, wofür wir euch brauchen. Denn ohne den Zusammenhalt der islamischen Gemeinschaft ist jede Maßnahme wertlos und unsere Zukunft hier in Deutschland wird ein sehr finsteres Szenario einnehmen. Seid also bereit, geehrte Geschwister, seid motiviert, seid stark, seid bewusst und vor allem entschlossen und standhaft. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg gibt, dann kann uns diesen niemand mehr nehmen. Und wir schöpfen unsere Kraft aus unserer Lebensüberzeugung und vergessen niemals, wer tatsächlich der Gewaltigste im Diesseits und im Jenseits ist. Und dass es unser Schöpfer ist, der alles und jeden erschaffen hat. Wir setzen auf dich, geehrter Bruder. Wir setzen auf dich, geehrte Schwester.